Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends A bis Z. Oh Leute, ich hab die W vergessen. Dead. Geil. Egal, ist nicht so schlimm. Man heizt sich ja eh so krass wieder hoch. Von daher ist das echt nicht so tragisch. Und dann hatten wir noch die Kuh jetzt hier beim Blue Buff. Von daher passt. Genau, ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ah, verdammt nochmal. Ja, genau. Warwick, Jungle. Jo, nichts Besonderes. Ziemlich alter Pick. Wird kaum gespielt. In Solo Queue. Ja, es ist halt nicht der beste Champ, deswegen. Er ist zwar super gut im Jungle, weil er den kumulativen Lebensraub hat. Und zusätzlich noch magischen Schaden macht. Also sein Damage und sein Heal steigen mit jedem Schlag auf denselben Minion. Das ist natürlich schon richtig krass gut für den Jungle. Das Problem ist halt, sein Gank-Potenzial ist halt, ja, im Endeffekt gar nicht vorhanden, weil er ist halt richtig scheiße zum Ganken. Weil er hat nur die Ulti und wenn er die gemacht hat, ist er dann. Ja, dann kann er noch ein bisschen rumrennen. Wenn ein Gegner low ist, wird er ein bisschen schneller. Kann seinen Verbündeten ein bisschen Attack-Speed geben, aber ansonsten, alles in allem ist er, wenn man jetzt mal Sejuani, Gragas, den ganzen Tier-1-Junglern momentan vergleicht, ist er mal richtig harter Bullshit. Muss man wirklich so sagen, das ist einfach so. Der ist hier, ey. Ist 24-7 beim Fighten. Schon gegankt worden und steht immer noch wie eine 1, aber hat kein Mana mehr. Ja, aber das ist halt jetzt das Problem, wie gesagt. Da kann man halt echt nicht so viel machen. Also, man kann natürlich early ganken. Ich dachte, der Kerl ist reconnected. Wieso kommt der jetzt nicht? Hm. Darf ich jetzt top lane gegen Echo gehen, ey? Oh. Geil. Geil! Oh, und der ist schon Level 4. Nice. Oh lol, meine Kuh reicht nicht mal, um den Minion zu finishen. Dammit. Ja, toll. Lohnt sich ja. Wow. Wenn er schon reconnected ist, ich meine, disconnected ist er nicht wieder. Und das war vor 2 Minuten. Ich dachte jetzt eigentlich, der. Ich hätte nicht mehr drauf geachtet, ehrlich gesagt, aber der ist immer noch nicht da, hat keine Items gekauft. Lol. Schlecht. Ja. Die mal ein bisschen angreifen hier mit Red Buff Verstärkung. Aua. Naja. Ich habe zum Glück Blue Buff. Kann mich unendlich oft hochheilen mit der Q. Und mein Auto-Attacks. Ich würde es trotzdem nicht ehrlich gesagt Lust, gegen Echo hier Toplane zu spielen. War ja auch nicht ganz der Sinn hinter meinem Warwick-Pick, dass ich jetzt Toplane spiele und dann noch gegen so einen Mongo-Champion. Ja, nicht, dass der Champion scheiße ist, aber als Warwick spiele ich jetzt nicht gern gegen Echo, ne? Verdammt, der Blue Buff ist weg. Und lol. Ist der jetzt back oder was? Naja, ich dachte es mir jetzt schon. Wäre ein bisschen early. Hat er TP? Ne, hat er nicht, ja, also. So, mir fällt gerade auf, Yasuo hat auch kein TP. So, so. Wäre sogar eine Lane ohne TPs gewesen. Ja komm, was ist denn das jetzt? Kommt der jetzt wieder oder? Ey, das ist halt unglaublich. Jetzt spiele ich wieder mit einem AFK zusammen. Ey, das macht doch keinen Spaß. Was ist das für ein Matchmaking, ganz ehrlich? Ich komme nur mit Leuten zusammen, die entweder richtig, richtig, richtig hart sacken, trollen, übelst hart verlamen oder... Oder AFK sind. Das ist, ja. Ich würde nur sagen, seems legit, ne? Auf jeden Fall. Kommen dann auch noch Gold-Elo. Jedes dritte Spiel in AFKler. Weiß halt nicht, was dein Bronze abgeht. Da spielen wahrscheinlich meistens 2 gegen 2 oder so. Oder vielleicht sogar 1 gegen 4 manchmal oder sowas. Ich denke mal, da gibt es alles Mögliche in der Elo. Oh, 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 fuck. Ich wusste, dass der jetzt kommt. Deswegen habe ich nicht geflasht. Also ich wusste nicht, dass ich Vision hatte, sondern ich dachte es mir einfach, ey. Und außerdem hatte ich keinen Mana mehr, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Selbst wenn meine Kuh wieder auf ab gewesen wäre, hätte ich es gar nicht machen können. Die kostet 90 Mana. Jetzt ist er wieder weg. So, so. Und dann komm drauf geschissen, wir surrendern, dann gehe ich ja Toplane. Mir egal. Was geht da unten ab?
Ups, da würde ich jetzt nicht hinklicken. Dead Blitzkrank. Tja. Was will man dazu noch sagen, ne? Und es ist übrigens schon das zweite WoW-Game, was ich aufnehme, und ich mache jetzt sicherlich nicht noch ein drittes. Ich mache eigentlich nie zwei Games, aber das letzte, das war echt scheiße, weil Jinx hat einfach angefangen zu trollen, weil Trash die Minions angegriffen hat, wegen seinem Reliktschild. Das ist ja das, worüber ich mich auch immer aufrege, aber man muss dazu sagen, ich weiß jetzt, dass es nicht so einfach ist. Ich weiß allerdings, dass wenn man seine E auflädt, dass es dann wirklich nicht unmöglich ist, ja, und bis man die E halt nicht hat, also auf Level 1, da kann man halt mal keine, Minions executen, ja, geht halt dann einfach nicht. Muss man sich halt mit abfinden und muss halt warten, bis man eben die E hat und die aufladen kann und dann eben easy die killen kann, die Minions. Und ja, also ich bin mir dessen bewusst, dass das vielleicht nicht jeder hinbekommt, aber deswegen anfangen zu trollen, nur weil der ja Minions angreift, weil er sie executen will, ist einfach nur, oder was heißt AFK, also sie ist erst AFK gewesen, ein paar Minuten, und dann hat sie angefangen zu jungeln, ja, und zwar nicht zu jungeln im Sinne von wirklich, die hat sich jetzt eine, ach nee, Machete kann man sich ja nur noch kaufen, wenn man Smite dabei hat, ne, ja, stimmt, ja, nee, also die hat halt einfach, ja, sie ist einfach jungeln gegangen und ist bei den ersten paar Camps immer gestorben, also hat sie nicht mal geschafft im Endeffekt, ist einfach nur gestorben gegen die Minions im Jungle, das, also ziemlich der größte Abfuck aller Zeiten. Also das Game, wenn ich das hochgeladen hätte, da hätte es mich nicht gewundert, wenn es 10 Dislikes gehabt hätte. Also wirklich nicht. Aber ganz ehrlich, es tut mir leid, aber ich meine, ich habe halt auch keine Lust, jeden Tag 3 Stunden zu probieren, ein gescheites Video zu machen, ja. Weil ihr seht ja, es geht einfach nicht. Es sind jetzt 2 Games und beide davon sind mit Trolls oder AFKs besetzt. Und ja, es fuckt halt einfach nur noch ab. Das ist echt schlimmer als Ranked eigentlich. Im Ranked hat man tatsächlich sogar selten, also Troll ist im Ranked ganz normal, wie im Normal Game, jeder Fünfte ungefähr trollt mal ein bisschen. Die meisten allerdings so, dass man davon entweder nichts mitbekommt oder dass es eigentlich scheißegal ist. Also Trollen heißt ja schon Champion picken, den sie überhaupt nicht können und sowas. Aber sowas geht ja meistens nicht mehr so sehr in die Hose, aber AFK hast du im Ranked im Vergleich zu Normal Games wirklich fast gar nicht. Ich habe vielleicht in jedem 15. Ranked-Game, wenn überhaupt, meine AFK in meinem... Na gut, meistens ist es dann mein Team. Selten mal auch im Gegnerteam. Ja gut, kurzzeitig AFK, das ist was anderes. Kurzzeitig disconnected, aber im Ranked also da reconnecten die Leute, ja, weil es ihnen da wichtig ist, dass sie reconnecten, weil sie sonst ihre LP verlieren, ohne dass sie überhaupt das Spiel verloren haben. Einfach nur, weil sie nicht reconnecten können. Das ist natürlich eine andere Geschichte, aber im Normal Game finde ich es trotzdem behindert, weil ich meine, ganz ehrlich, wenn der jetzt 9-mal reported wird, theoretisch wird das safe nicht werden. Wahrscheinlich wird er 2-mal reported von mir und noch irgendwem anderen. Wer hat das vorhin geschrieben? Ja, wahrscheinlich Blitzcrank. Kriegt 2 Reports und ja, sowas wie ein Bann wird der nicht bekommen, ne? Aber, jo. Ist ja eigentlich auch egal, was ich jetzt sage, weil, wie gesagt... Ich war kurz abgelenkt von dem Chat. Ja, er wird nicht reconnecten, sieht ganz danach aus. Er probiert es ja anscheinend auch nicht mehr, weil sonst wird ja nochmal Verbindung wiederhergestellt kommen und wieder disconnect. Also von daher, jo, entweder wahrscheinlich Internet weg oder halt wirklich disconnected, weil er keine Zeit mehr hat oder irgendwo hin muss. Ja, ist halt echt geil. Das freut mich. Macht Spaß, ja. Ohne Ende. Dann halt noch gegen Echo. Wenn es wenigstens ein Nahkämpfer im Sinne von Nahkampfkämpfer wäre. Also fuckt das ziemlich ab. Wir können trotzdem die ganze Zeit eine hässliche Kuh machen. Jetzt gerade macht er sie nicht mehr. Ja, das Problem ist halt, Warwick ist nicht wirklich ein One-on-One-Champion. Höchstens, wenn der Gegner... Also zum Chasen ist er geil, Warwick. Wegen seiner Passiven von der E. Ja, aber... wirklich so zum Fighten ist er ziemlich schlecht, weil sobald er geslowt wird, kann er nichts mehr machen. Jetzt, wo die E angeht, schon. Aber davor, wenn der Gegner nicht komplett blöd ist, slowt er einfach und du kommst nicht mehr an den Rand. Vorteil bei Echo ist halt, wie gesagt, dass er ein Nahkämpfer ist, aber man sieht es ja mit seinem Wegspringen, mit seiner Kuh. Der hat da ziemlich viel... LOL. Der Tulti, Alter.
Komm, gönnen wir ihn uns. Oh fuck. Der flasht weg. Alter, ich verliere den Zweikampf und der flasht weg. Ist das geil, Mann. Wenn er nicht geflasht hätte, wäre ich jetzt tot. Danke, danke. Echt sozial von dem, also ich meine, jeder andere hätte mich jetzt gekillt, aber weißt du, der hat sich halt gedacht, weißt du, der Warwick, der ist so nett zu mir, ich flash jetzt mal nicht weg. Der Katzix gönnt sich wahrscheinlich schon die ganze Zeit Double Buff, aber ich meine, was will ich dagegen machen, wenn ich nicht Toplane bleibe? Gut, der Tower wird jetzt trotzdem fallen, aber wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit Top gedefft hätte, hätte er schon den zweiten Turm zerstört und es wird kein Schwein jucken, also so hat er zumindest ein bisschen Schwierigkeit gehabt und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr machen. Bin mit meinem Red Buff, hat er sich noch nicht gegönnt. Blue Buff anscheinend auch nicht. Tatsächlich ist der Katzix nicht geistig behindert oder so. Und gegen sowas verliert man, ganz ehrlich. Gegen sowas verliere ich meine Spiele. Einfach nur aufgrund von AFK. Ich bin die ganze Zeit Toplane, jetzt seit Minute 4 gewesen, ja. Und der hat nichts geklaut. Also, what the fuck, ey. Bronze Katzix vom Allerfeinsten. Ich meine, dieser Vorteil, du kannst dir umsonst Buffs holen, kannst deinem Midlaner einen Buff geben, kannst dir einen Buff geben. Also Blue Buff und dann auch Red Buff, zweimal gleich. Übelst, ja, das Fest für jeden Jungler und der gönnt sich's nicht. Ich meine, es ist natürlich gut für mich, dass es nicht gemacht hat, aber ich meine, in der 4 vs 5 Situation ändert es ja trotzdem nichts. Und ja, ich weiß, jetzt wieder probiert es zu reconnecten, aber das Problem ist halt, man denkt sich selbst immer, ja, ich probiere zu reconnecten, es geht halt nicht. Das mag schon sein, aber das Problem ist halt, für die Leute in-game ist es vollkommen egal, ob du das gerade probierst oder nicht. Das ist sowas von Wayne, weil wir verlieren das Spiel ja trotzdem und haben keine Chance zu gewinnen im Endeffekt. Alter, wie wenig Cooldown hat der denn bitte auf seinen Kackfähigkeiten? What the fuck, der hat jetzt dreimal seine Q in 10 Sekunden eingesetzt. Und mindestens zweimal seine Scheiß-E. Natürlich killt mich jetzt Fizz. Mann, ey. Yasuo, please get banned. Da fehlen halt einfach die Worte, ja wirklich, ey. Vor allem, wenn du mal wirklich ein paar Normal Games gewinnen willst, um deine eigene Statistik mal ein bisschen aufzubessern, weil ich persönlich habe sau wenig Normal Games gewonnen. Also wenn ich jetzt mal so rumschaue bei meinen Kumpels und so und Team Rankeds und was weiß ich noch allen oder auch einfach nur bei ganz normalen, einfach bei euch teilweise, bei den Abonnenten, halt einfach bei Leuten aus meiner Friendslist, wie viele Normal Wins die teilweise haben. Ich habe halt gerade mal über 500. 530 habe ich, glaube ich, gerade. Weil ich jetzt in den letzten paar Tagen einige gewonnen habe. Also einige gespielt habe, besser gesagt. Ja, und hab mir jetzt halt mal gedacht, ich spiele jetzt erstmal kein Ranked mehr, weil ich habe jetzt ja das eine mit Volibear da wegen den Frame Drops verloren. Und jetzt hat er wieder gelieft. Und habe jetzt halt nur noch, wie viele Punkte habe ich? 5, glaube ich, noch? Oder, ja doch, ich glaube, ich habe 14 verloren und 19 hatte ich. Oder sowas. Ist ja auch vollkommen egal, wenn ich jetzt noch eins verliere, habe ich auf jeden Fall 0. Und ja, ich will es halt nicht riskieren, Gold 3 jetzt einfach so zu verlieren, einfach nur, weil ich halt irgendwas spielen muss, wo ich schlecht drin bin und deswegen spiele ich momentan alle Positionen im Normal Game mal durch, einfach nur um, wie gesagt, erstens Practice mit den Champions zu bekommen und vor allem mit den Positionen wieder, weil Jungle habe ich letztens im Ranked gezockt, Alter, das ist richtig hart eskaliert. Ich weiß, das letzte Gameplay mit Volibear war ja ganz gut, lag aber auch eher am Champion. Normal im Ranked hätte ich jetzt, glaube ich, nicht einfach so Volibear gepickt. Ich habe ihn ja wegen A bis Z gepickt. Und das letzte Mal, als ich Jungle gegangen bin, zweimal mit Skana hintereinander, das war so schlecht. Ich habe so hart verkackt. Ich, ohne Witz, das war richtig peinlich einfach nur. Und da ich ja selbst solche Leute hasse, die einfach nur eine Position oder, gut, sagen wir mal, zwei, drei Positionen spielen können, ADC, Mitte und Support, gut halt auch, habe ich mir halt gedacht, ja komm, kannst du einerseits deine Normal Wins mal ein bisschen erhöhen. Dachte ich mir zumindest, ich verliere aber fast alles. Aufgrund von Leuten wie Yasuo. Und gleichzeitig, wie gesagt, ein bisschen Practicing machen für, wie gesagt, weil eigentlich will ich ja dieses Season Platin werden.
sollte eigentlich schon drin sein, weil so stark ist jetzt Platin-Elo nicht wirklich. Ich spiele mit genug Platin-Leuten zusammen, um zu sagen, dass die nicht großartig besser sind als ich. Zumindest eben auf bestimmten Positionen nicht. Weil in Gold gibt es halt so viele Leute, die einfach null farmen können. Die können halt einen Champion gut spielen, aber trotzdem können sie nicht farmen. Die sind halt meinetwegen LeBlanc ganz gut, sind halt die 5000 stärkste LeBlanc EU West, ja, aber das ist halt egal, wenn du 80 Farm in der 40. Minute hast, das juckt niemanden, ob du dann 20 Kills hast, weil du dann einfach scheiße bist. So, eventuell kann ich jetzt mal den Tower holen, weil, keine Ahnung, Azir, der schimmelt irgendwo auf einer anderen Lane rum. Tja. So viel dazu. Es steht ja an sich gar nicht mal so schlecht. 7-14, aber wir haben halt keinen Jungler. Oder keinen Toplaner, je nachdem wie man es sieht. Aber eher keinen Jungler, weil ich jetzt eigentlich die ganze Zeit Toplane bin. Er ist einfach nur behindert. Einfach nur behindert. Jetzt mal schauen, ob er jetzt den Buff geklaut hat. Der hat einen Red Buff, ne? Das ist nicht meiner. Der K6 ist echt ein bisschen Brain AFK. Also gut, jetzt bin ich nicht mehr die ganze Zeit Toplane. Haben wir zumindest die Golems und den Red Buff. Aber trotzdem, ey. Am Anfang. Auch die ganzen Camps, die hat alle machen können. Wie viel HP hat das Viech? Okay, die hat tatsächlich jemand gemacht. 2100. Leute, hat er die Camps gecounter-jungelt und die Buffs nicht, ey. Oder, ja gut, es kann auch sein, dass es Azir war, stimmt. Ja, der hat ja vorhin schon den Blue auf Solo gemacht. Ja gut, okay, das kann sein. Aber ich denke mal, ja, dass es K6 war. Wäre schon ein bisschen komisch, wenn Azir hier so viel am Jungle ist. So. Get Wrecked an. Halt. Holy crap, moly. One Minute Surrender. Ja, auf jeden Fall. Wird niemand dagegen stimmen, hoffe ich. Ja. Was willst du machen? Das ist einfach nur Upfuck Extreme. Das ist die Upfuck Extreme Edition. Was macht der denn? What the fuck? Oh nein. Oh nein. Oh. Ah, er hat keinen Mana mehr, glaube ich, für seine Combo. Alter! Oh! Zielt sie! Oh, fuck drauf, Alter. Und lol. Springt einfach hin, macht eine Kuh und bam, tot. Lol. Er ist. Really? Jetzt ist er da! Will der mich eigentlich komplett verarschen und drückt Nein oder was? Ist das sein verfickter... Okay. What the fuck, Alter. Was ist das bitte für ein elendiger... Ey, und nicht mal ein Entschuldigung oder so, ne? Nicht mal ein Sorry. Geht einfach rein und macht Surrender Vote? Nein. What the fuck, ey. Kein GG, schlechtes Game Report, jetzt so forever. Macht's gut, haut's rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.